Nach zuletzt turbulenten Spielen hat Barcelona einen Sieg eingefahren. Die Katalanen bezwangen den Tabellenführer Real Sociedad und sorgten so dafür, dass der Club nicht mehr der Spitzenreiter ist. Der FC Barcelona hat sich an die Spitzengruppe der spanischen Primera División herangekämpft und den Spitzenreiter der höchsten spanischen Fußballliga gestürzt. Die Katalanen zitterten sich am Mittwoch zu einem 2:1 gegen Real Sociedad San Sebastian und belegen mit 20 Punkten nun den 5. Tabellenplatz. Jordi Alba, 31. und Frenkie de Jong, 43. sicherten Barça die 3 Punkte, nachdem San Sebastian durch Willian José, 27. in Führung gegangen war. In der Schlussphase hatte der deutsche Barca-Keeper Marc-André ter Stegen einige brenzlige Situationen zu überstehen. Spitzenreiter ist nun Atletico Madrid mit 26 Zählern. Ronaldo verschießt Elfmeter. Auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters von Superstar Cristiano Ronaldo hat der italienische Fußballrekordmeister Juventus Turin den nächsten Sieg in der Serie A verpasst. Das Team von Trainer Andrea Pirlo kam am 12. Spieltag gegen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo um Nationalspieler Robin Gosens nicht über ein 1:1, 1:0 hinaus. Die Highlights der Partie sehen Sie oben im Video. Klarer Derby-Sieg in Köln, beeindruckende Bayer-Elf bleibt Erster. Bundesliga. Bayern sorgt für erste Saisonniederlage der Wölfe. Last-Minute-Sieg im Topspiel, Firmino köpft Klopp-Elf auf Platz 1. Mit 24 Punkten liegt Juve weiterhin 4 Zähler hinter Tabellenführer AC Mailand, 28. Ohne den weiterhin verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic kamen die Rossoneri zu einem späten 2:2, 0:0, beim CFC Genua. Damit bleibt Milan wie auch Juve weiterhin ungeschlagen. Zuletzt hatte das Team von Stefano Pioli im März in der Liga verloren.